Tag. Freut mich, dass gerade so eigentlich ein Wetter, wo man sich eher Auszeit erlaubt, doch so viele zu Verboten auch kommen. Es gibt eine ganz lange Tradition im Umgang von Gesellschaften und auch vor allem von Städten, von urbanen Systemen, dass man in einer Stadt schaut, dass bestimmte Verhaltensformen bzw. auch bestimmte Personengruppen, dass man die eher aus dem öffentlichen Blick vertreibt, verdrängt, beziehungsweise, wie es jetzt heute im Landessicherheitsgesetz heißt, von gewissen Örtlichkeiten wegweisen kann. Damit bin ich auch schon bei der Basis von vielem, was wir heute einfach besprechen werden, und zwar ist es das sogenannte Landessicherheitsgesetz. Sicherheit ist einer der in den letzten Jahren, sagen wir mal, meisten missbräuchlich verwendeten Begriffe. Was ist denn das, was so Unsicherheit vermittelt in einer Stadt? Das sind in diesem Fall Menschen, die am Boden sitzen und zum Beispiel betteln. Das sind Hunde. Das sind zum Beispiel Menschen, die hier jetzt zum Beispiel jetzt da ihre Füße in den Brunnen stecken würden. Wir haben hier eben Gesetze, die Verwaltungsstrafen aussprechen, ohne dass wir klare, objektive Begrifflichkeiten hätten. Dieser Bereich hier, der Schlossbergstollen, ist tendenziell einer, der anscheinend gerade von Jugendlichen als Freiraum erlebt wird, wo dann von gewissen Bevölkerungsgruppen und auch Parteien angenommen wird, dass man hier jetzt eben Maßnahmen setzen muss. Hier sind es Jugendliche und hier gibt es jetzt vor allem das BZÖ, das sich jetzt seit mehreren Jahren dafür eingesetzt hat, immer wieder mit Anfragen im Gemeinderat, dass hier ein Sicherheitskonzept entwickelt wird. Das sieht unter anderem vor, also wir haben auch hier einen privaten Wachdienst, das ist der ÖWD, der österreichische Wachdienst, der hier überwacht. Wir haben die Videokameras und eben um diese Halbwüchsigen dann von hier zu entfernen, setzt man eben darauf, dass man, und das ist anscheinend ein bewährtes Konzept aus U-Bahnen, dass man hier mit einer Dauerbeschallung klassischer Musik die Jugendlichen vertreibt. Eine zweite Sicherheitsmaßnahme, von der Sie vielleicht auch schon was gehört haben. Und zwar ist es eben, dass die Taubenabwehr, diese Taubenabwehr arbeitet mit einer Tonhöhe, die nicht nur für die Tauben sehr unangenehm ist, sondern auch für Jugendliche bis zu einem gewissen Alter. Mondscheingasse, wie gesagt, das erste Alkoholverbot. Also die Begründung, der gemeinsame Antrag von SPÖ und ÖVP, ja, also auch, hier ist die SPÖ auch mit an Bord, war, seit zig Jahren führen die Straßenpartys vor den Lokalen der Mondscheingasse zu unzumutbaren Problemen, sowohl für die Bewohner als auch für die Exekutive. Bis zu 100 Jugendliche belagern die Gehsteige in diesem Straßenzug bis in die frühen Morgenstunden und vermiesen nicht nur den Bewohnern der Nachtstunden, sondern sorgen oftmals für arge Sachbeschädigung und Verschmutzungen. Wir haben hier keine neuen Probleme. Ja? Also ich werde auch später noch einmal beim Thema Vandalismus aufzeigen. Also Vandalismus ist keine Erscheinungsform einer kaputten Jugend der Jetztzeit. Das Univiertel war der zweite Bereich. Das Interessante ist auch, im Unterschied zum Beispiel zu Innsbruck, in Innsbruck sind die Alkoholverbotszonen öffentlich markiert, in Graz sind sie das nicht. Wie soll ich das wissen, wo quasi dann jetzt diese Zone aufhört und wo nicht? Alkoholverbotszonen heißen ja nicht, dass Alkoholkonsum verboten ist. Es ist sozusagen der Alkoholkonsumverbot, an dem die Stadt nichts verdient. Gastrozonen, das heißt Schanigärten, die sind ausgenommen vom Alkoholverbot. Es sind ausgenommen Events, also das Aufsteigern kommt wieder. Das heißt, hier ist das Massenbesäufnis ein ökonomischer Faktor. Das heißt, wenn es um Sauberkeit und Ordnung geht, dann war der Hauptplatz immer schon klarerweise der Punkt, der jetzt als der sauberste oder sicherste zu gelten hat. Es ist auch so, dass zum Beispiel hier, also das ist ja der klägliche Rest eines großen Marktes, den es hier gegeben hat, auch da gab es Anfang des 20. Jahrhunderts eine Trennung. Und zwar hat man hier getrennt die Bauern, die zur Stadt gehört haben, von den Bauern, die außerhalb der Stadt gewesen sind. Das heißt, man hat auch gesagt, sozusagen die ländlichen Bauern sind nicht gut genug für den Hauptplatz und die hat man dann zum heutigen Sparkassenplatz geschickt.
Das heißt, man sieht schon einfach, das ist hier ein Platz der Repräsentation des Bürgertums. Und da kommt auch ein Begriff jetzt da zum Tragen, der in den letzten Jahrzehnten immer wichtiger wird, und zwar der des Stadtbildes. Das heißt einfach, Politik wird nicht mehr gemacht für die Menschen, die hier leben, oder nicht nur, sondern es geht auch darum, ein Stadtbild zu konstruieren, von dem man glaubt, dass Menschen, die nach Graz kommen, es so haben wollen. Darum wollte zum Beispiel auch die FPÖ vor dem Kulturhauptstadtjahr, dass eben hier auch die Straßen gesäubert werden von allem, was halt bettelt oder sonst wie irgendwie vielleicht nicht ganz schön anzuschauen ist. Die Geschichte hier am Hauptplatz ist allerdings schon älter. Es war schon so, dass 1982 eine ortspolizeiliche Verordnung unter dem damaligen FPÖ-Bürgermeister Götz durchgesetzt worden ist, allerdings auch unter großen Anliegen der ÖVP Graz. Die haben hier dann eben eine Verordnung durchgeführt, in der verboten worden ist das Betteln und auch der Konsum von Alkohol bzw. Medikamentenmissbrauch. Das heißt, das war Anfang der 80er Jahre, damals waren es die Sandler. Das Lustige ist, es ändern sich die Namen. Ja? Wir haben jetzt bis circa Anfang, Mitte der 90er Jahre eigentlich die Sandler als Problem und dann sind es die Punks. Und jetzt, und das ist einfach sehr bedenklich, also wenn das stimmt, was die Kronenzeitung den Bürgermeister zitiert hat, dann spricht der Bürgermeister dort drüben von asozial. Ja, wir befinden uns jetzt hier im Rathaus der Stadt Graz, genauer gesagt jetzt im Innenhof. Und hier hineinzukommen ist eigentlich für viele Leute schon eine Hürde geworden in den letzten Monaten. Es existiert hier nämlich jetzt seit einigen Monaten eine private Security. Faktum ist, dass eben hier in den letzten Monaten im Schnitt zwei Personen oder zweimal Menschen, die hier hinein wollten, weggewiesen worden sind. Hier gibt es, also ich habe das gezählt, also wenn man von da vorne anfängt vom Gebäude bis da, 18 Überwachungskameras. Das heißt 18 Mal ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, und zwar besagte Information durch Kennzeichnung. Der Auftraggeber einer Videoüberwachung hat diese geeignet zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung hat örtlich der zu erfolgen, dass jeder potenziell Betroffene, der sich einem überwachten Objekt oder einer überwachten Person nähert, tunlichst die Möglichkeit hat, der Videoüberwachung auszuweichen. Das heißt, dieses Recht habe ich. Das heißt, ich habe das Recht, hier so gehen zu können, dass ich nicht überwacht werden möchte. Ja, wir sind jetzt hier bei der Grazer Stadtpfarrkirche in der Herrengasse. Wir haben aktuell ein Bettelverbot in der Steiermark. Da muss man sich halt auch fragen, jetzt, was macht so Angst, wenn so eine Person so wie ich jetzt hier sitzt und einfach Bitte sagt. Ja? Also ist das jetzt da wirklich ein Sicherheitsrisiko, dass so etwas in einem Landessicherheitsgesetz als eigener Strafparagraf Einlass finden muss. Was man aber auch dazu sagen muss, wir haben keine Tradition, wenn es darum geht, dass wir in Österreich oder in der Steiermark in Graz Betteln erlauben. Also auf die Steiermark bezogen ist die Zeit des absolut ohne Einschränkungen erlaubten Bettelns nur zwischen 1975 und 1982. Also nur diese 7 Jahre sind die einzige Zeit, wo es in Graz erlaubt war zu betteln. Ja, also es war mir wichtig, einfach bei dem Rundgang Ihnen zu zeigen, dass es eben tatsächlich viele Verbote gibt, viele Verhaltensformen gibt, die von zumindest einem gewissen Teil oder einem bestimmten Teil der Bevölkerung oder der Politik so nicht gewünscht werden. Was mir aber auch wichtig ist, Graz ist mit dieser Politik der Verbote nicht allein. Ich würde einfach sagen, also wir brauchen es, glaube ich, jetzt nicht jetzt, als Verbotshauptstadt von Österreich bezeichnen, aber, und das sollte einfach uns schon zu denken geben, Graz ist Menschenrechtsstadt. Ja? Und ich denke mal, als Menschenrechtsstadt muss es einfach ganz klar so sein, dass wir einen höheren Standard an Menschenrechten setzen müssen, als es andere Städte und Kommunen tun. Es muss klar sein, dass wir, wenn es darum geht,
dass es eine Gefahr besteht, dass Menschen ausgegrenzt werden oder marginalisiert werden oder verdrängt werden, dass hier auch die Politik sich gefallen lassen muss, dass auch kritisch nachgefragt wird, ob das mit den Menschenrechten kompatibel ist. Hier gibt es also den Auftrag, weiterzuarbeiten, und hier ist eben nicht nur die Politik gefragt, sondern eine Menschenrechtsstaat lebt genau auch vom Engagement der Bevölkerung. Hier ist die Bevölkerung gefragt, dass die Bevölkerung sagt, nein, das will ich nicht. Dass Menschen aufstehen und sagen, es kann nicht sein, dass die und die Menschen nur aufgrund ihres Aussehens oder eines gewissen Verhaltens einfach hier ausgegrenzt werden und nicht an dem Leben in dieser Stadt teilnehmen können. Danke.